Yo Leute, was geht ab? Ich bin Smiley, das hier ist Dima. Willkommen bei einem neuen Video. Wir machen heute ein Format, was ich länger nicht mehr gebracht habe, Digga. Wir werden heute Hotdogs für Falco machen. Die Idee hattest du gestern. Okay. Du kamst zu mir und meinst, Digga, wie wär's mal mit Hotdogs? Ich habe selbst so lange keinen Hotdog mehr gegessen und das werde ich auch nicht mehr machen heute, weil ich habe schon gesund gegessen. Und wenn ich schon gesund gegessen habe, werde ich natürlich keine Scheiße mehr essen. Obwohl, wenn man die Zutaten anguckt, ja, lass ist vieles gesundes. Digga, also wir haben Tomaten, wir haben Bohnen, wir haben Rotkohl, wir haben Röstzwiebeln, wir haben normale Zwiebeln, wir haben Käse, das ist nicht so gesund. Wir haben Avocado, wir haben geriebene Möhren, wir haben Gurken, saure Gurken, wir haben Jalapenos, wir haben vegane Würstchen. Wir haben normale Würstchen. Aber aus dem Glas, musst du anmerken. Ja, muss ich anmerken, die sind aus dem Glas. Ekelhaft, Alter. Hotdog-Würstchen. Ich wollte auch nicht fronten, ich wollte nicht sagen, dass ja alles komplett ungesund ist, aber sagen wir mal, die Hälfte wäre ungesund. Die Soßen sind an sich alle ungesund, ne? Ja, ja, klar. Wollen wir jetzt nicht drüber diskutieren, oder? Da haben wir nämlich Ketchup. Ja, wir haben eine Chili-Soße. Ist klar. Wir haben Mayonnaise. Mhm. Wir haben Hotdog-Senf. Oha. Wir haben Gewürz-Ketchup-Curry. Und wir haben eine Sweet Onion Soße. Achso, und natürlich haben wir Hotdog-Brötchen. Wir haben den guten alten Wunderwürfel wieder hier. Ach nein, das habe ich schon ganz vergessen. Zuerst würfeln wir, wer zuerst seine Zutaten aussuchen darf. Ja. Und dann würfeln wir, wie viele Zutaten diese Person nehmen darf. Ja, du wolltest jetzt. Ich soll zuerst. Ja, wer zuerst die Zutaten macht? Zwei. Du bist Nummer zwei, oder? Ja. Also, wer die Höhe hat. Ja, jetzt würfelst du eine Eins. Okay, auf. Leute, damit ihr seht, dass es nicht gelogen ist hier. Bam. Oh, vier. Ich bin der Erste. Du darfst anfangen. Willst du direkt nochmal würfeln, wie viele Zutaten du nehmen darfst? Nee, mach du mal. Als nächstes kann sein, dass eine niedrigere Zahl kommt. Drei. Oh, drei. Digga, heute bin ich am gib sechs. Gönn doch mal. Eins. Die 1 zählt aber auch als 2, weil wir haben gesagt, 1 ist zu wenig. Und also ganz kurz für zwischendurch. Du darfst 2 Sachen benutzen, ich darf 3 Sachen benutzen. Aber die Soßen zählen nicht dazu und das Würstchen zählt natürlich auch nicht. Okay, wenigstens das. Ich kann also zwei nur, diese Sachen nur die Sachen in den weißen Schälchen gehören, zählen als Zutaten. Okay, okay. Ich muss ganz tief in mich reingehen und überlegen, was mag Falco am meisten. Ja, ich nehme die 2. Ich nehme Avocado und... Mit Avocado machst du natürlich absolut nichts falsch. Ja, er liebt Avocado, okay. Aber Käse auch. Aber Käse über Avocado ist komisch irgendwie, denke ich. Ja, ich weiß auch schon genau, wie ich deiner Entscheidung entgegenwirke. Ja, du nimmst halt den ganzen Rest, oder? Ne, ich darf 3 Sachen nehmen. Oder? 3 Sachen? Ja. Ich nehme Käse, ja. Röstzwiebeln. Ich hoffe, er macht und Tomaten. Tomaten auch nicht schlecht, weil er liebt Tomaten. Ich hätte schon gerne noch dieses Rote da gehabt. Rotkohl? Ja. Rotkohl ist richtig lecker. Ich überlege auch gerade, ob ich meine Röstzwiebeln gegen meinen Rotkohl tausche. Ich glaube, ich gehe... Oh, ich weiß es nicht. Ich bin voll unentschlossen. Was ist das? Falco. Kein Joker. Falco, magst du Rotkohl? Joker benutzen. Falco, magst du Rotkohl? Nee? Okay, alles klar. Ich nehme Röstzwiebeln. Perfekt. Ich habe kurz Falco angerufen. Okay. Ja, ich glaube, meine Wahl ist echt gut. Nur bei der Soße, wir können ja 2 Soßen benutzen, oder nicht? Ist du ja kannst egal. Auch alle 6 ja nicht benutzen. Dazu. Ich würde die Seiten erstmal mit einer Soße bestreichen und dann oben drauf. Wenn die ganzen Zutaten drin sind, dann packe ich noch oben eine andere Soße drauf. Jetzt geht's bei mir los allerdings. Ich tue mal das hier weg, damit ihr ein bisschen mehr sehen könnt. Bei mir kommt jetzt erstmal neben das Würstchen Ketchup. Dann habe ich auf die andere Seite von dem Würstchen kommt Mayo. Dann decken wir das Ganze zu mit einer Schicht Röstzwiebeln. Richtig schön viele Röstzwiebeln für Falco. Den Käse lassen wir dieses Mal weg. Dafür nehmen wir Rotkohl. Machen wir die Sonderzutat, die man sich aus der Küche holen darf? Wieso kommt die jetzt? Ich hab die vergessen, Digga. Die ist mir gerade erst wieder eingefallen. Ah. Aber machen wir die? Ja. Lass die machen, oder? Ja, lass machen. Okay. Ich gehe auf die Suche. Ich weiß, was Falco sehr liebt. Und ich habe Hummus gefunden. Das ich habe ja gesagt, zuerst muss ganz viel Mayo rein. Und ein bisschen Ketchup auch, damit es saftig wird, Leute. Nicht zu viel. Ein bisschen mehr Mayo als Ketchup auf jeden Fall. Warte mal, nee. Ich glaube, ich mag sogar noch ein bisschen Möhren zuerst. Damit es auch verschiedene Schichten hat. Weißt du, als ob man in so einem Mehrfamilienhaus ist. Man hat verschiedene Stockwerke. Darf ich mir eine Zutat von hier als Sonderzutat nehmen? Also ich habe das nicht gemacht, gell? Aber du hast es letztes Mal gemacht. Habe ich das? Ja, hast du. Ja, komm, mach einfach. Okay, dann nehme ich Käse. Okay. Leute, ey, davon musst du Beauty Shots machen, das ist zu lang. Dagegen kannst du auch nichts sagen, wenn Falco den essen soll. Kann schon sein, aber mir ist der Käse noch nicht geschmolzen genug. An einer Stelle hätte ich als Zutat diesen Butzelbrenner genommen. Den Butzelbrenner? Der Butzelbrenner.
und den Käse erstmal geschmeidig gemacht. Nee. Ey, ich war noch nie so stolz auf meine Kreation wie jetzt. Okay, ich fang schon mal an aufzuräumen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn Falco da ist. Also bis gleich. Frankie? Digga, der hat jetzt schon so Bock. Hallo! Oh. Was geht da? Heute nur zwei Sachen für dich. Weil Rob haben ja entschieden, ist zu gut für dieses Format. Er hat das Format vermisst, glaube ich, gell? Ich habe das Format vermisst. Wird jetzt wieder öfter kommen, keine Sorge. Wenn die Zuschauer darauf Bock haben. Okay, was haben wir für dich gemacht? Erkennt man das schon? Also ein heißer Hund. Genau. Hunde. Es riecht top gut. Oh, hier sehe ich Avocados, Karotten, so alles praktisch. Eine sehr, sehr gute Mischung. Jetzt fangen wir, fangen gut an. Ne? Lecker. Ja. Oh. Ich habe ja auch nicht die Wurst gegeben. Und probiert. Boah, das sind wieder Bisse, Digga. Digga, halber ist weg. Halber Hund ist weg. Ein bisschen zu viel Ketchup. Das geht ein bisschen in die andere Geschmäcke. Aber so, so eine Kleinigkeit. Das ist sehr lecker. Top. Okay. Ich fühle es direkt. Wieso bist du so besorgt? Ist das vielleicht deins? Wer weiß, wer weiß. Aber natürlich. Gut, gut. Probieren wir mal dieses Käsetriumph. Käsetriumph. Boah. Jetzt fällt auseinander. Sieht saftig aus. Rote Beete. Ne, das ist was anderes, oder? Nee. Ah, ja, wie heißt das Ding? Ja, Rotkohl. Rotkohl. Rote Beete ist so rund. Ja, war lecker. Auch so noch ein bisschen warm. Die Wurst da drin ist auch gut gekocht. So. Also, das ist wieder eine schwierige Entscheidung. Generell würde ich sagen, hier haben wir mehrere Geschmäcke, auch gut zusammen kombiniert. Ein bisschen zu viel Ketchup leider, aber egal. Das ist ein Top, so wie es sein sollte. Gut. Und das hat mich richtig geflasht. Erstmal viel Käse, aber ich denke dann auch sofort so, ja okay, viel Käse wird mega lecker sein, aber es geht nicht nur darum. Und der Rest ist aber besser als ich dachte. Dieses Rotkohl hier aber hatte ich gar nicht von außen gesehen. Das war eine Überraschung. Und ich finde die Kombi von alles hier richtig lecker, perfekt. Und es ist auch alles gut ausbalanciert. Die ganzen Geschmäcke sind gut ausbalanciert, perfekt. Perfekt, einfach eine Harmonie haben wir hier. Beide Kunstwerke, wenn ich einen wählen muss, dann das hier. Okay. Das ist, und ich rate auch, dass das ist von Daima, weil, ne? Wie bist du auf Rotkohl gekommen? Hey Digga, dass du nicht gecheckt hast, da ist eine vegetarische Wurst drin. Da ist vegetarische Wurst. Hier ist eine Veggie-Wurst drin. Das ist lecker wie eine normale, wenn nicht leckerer als eine. Nicht eine Art. Okay. Ja. Ich fand das nicht so geil, aber. Ich schon. Okay, deswegen habe ich versucht mit anderen Sachen zu machen. Aber also, es hat mal wieder gezeigt, egal was du hast, hau einfach so viel davon rein wie möglich. Nicht immer. Und Falco wird es lieben. Diesmal verkackt. Nee, er sagt das jede Folge. Nicht immer, aber wenig. Diesmal schon. Ich habe wieder zu wenig gemacht. Magst du Röstzwiebeln? Ja, ich liebe Röstzwiebeln. Okay. Siehst du, ich wusste aber, es, Dima. Ey, das ist auch ich hab's dir gesagt. Und Dima sagt noch so, versuch lieber was Dinge, Neues. Ich war so gut an Dinge, dass mit ein bisschen Gefühl. Du hast es richtig gut geschafft, was? Trotzdem habe ich gewonnen. Nein, ich aber ey, faires Spiel heute. Bravissimi, bravissimi. Wir waren nah aneinander, wir hatten fast gleich viele Zutaten. Ich weiß, was da fehlt, aber ich glaube, auf Hummus müsste ich so eine halbe Dose da drauf machen. Mehr Hummus, weniger Ketchup. Es war mir wieder eine Ehre, was für dich zu essen zu machen. Es hat einen Riesenspaß. Digga, du atmest das ja weg. Boah. Der Hummus, Falco. Ich bin enttäuscht von dir, dass du das nicht gebüchelt hast. Wenn ihr Bock habt auf mehr Folgen von diesem Format, dann zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Schaut auch bei den beiden Jungs hier vorbei. Die haben bestimmt auch ein Video hochgeladen. Ja, easy. Ansonsten lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vergesst nicht zu lachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, Freunde. Haut rein. Tschüss.